Jö, da wäre er wieder. Also, blaue Chips, Lubricants, rote Maschinen. Das war der Plan. Da wir hier schon mal stehen. Wir brauchen mehr Rohre. Ah, Rohre sind nicht in der Quickleiste. Die kommen mal dahin. Und ich muss unbedingt mein Inventar aussortieren. Mal wieder bei irgendeiner Kiste, die wir nicht wirklich brauchen. Wir haben schon wieder Iron Sticks und Holz und sowas im Inventar. Und ganz viele Fließbänder, die wir nicht mehr brauchen. Aber ja, du klaust bitte da, bringst da hin, bringst da runter. Britzel. Das sieht so geil aus. Vor allem hört sich auch cool an, aber ich laufe da jetzt extra nicht wegen dem Sound hin, ist okay. So, du brauchst rote Chips, du brauchst grüne Chips. Also brauchst du zwei Requester-Chests. Und es ist schön, mal so viele davon herstellen zu können. Das war immer so knauserig, die letzten Folgen. So, du. Da eine Kiste, da eine Kiste. Und da eine Passive-Provider-Chest. Kriegst ein Ärmchen hier, ein Ärmchen da, ein Ärmchen da. So, hier drin hätten wir gerne grüne Chips. Und ein Stück. Rote Chips. Und ein Stück. Und das war's schon. Und du kriegst noch ein Produktivitätsmodul. Nee, ich will nicht mit denen rumspielen. Wegen Stromsachen und so. Das Optimieren mit den Modulen können wir wieder anfangen, sobald ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass der Strom die ganze Nacht hält. Das hatten wir vor kurzem schon mal getestet, aber ich würde es gerne diese Nacht nochmal testen. Und zwar, wenn wir. Naja, okay, wenn wir das da rausnehmen würden, dann wohl nicht mehr. Also ich hätte gerne komplett Solarenergie und Akkupower, dass nichts ausfallen kann, weil es gibt kein Wetter. Wetter wäre übrigens auch noch eine schöne Änderung, weil es ab und an mal so einen Regenschauer gibt oder dergleichen und dann Solarenergie weniger wird. Aber das gibt es halt noch nicht. Das heißt, es gäbe denn gar keine Ausfälle, was Solarenergie angeht. Dann brauchen wir dafür noch viel, viel mehr. 10 Megawatt hier. Hä? Achso, es wird gerade wieder Tag. Und wie ich nochmals erwähnen möchte, falls irgendeiner der Entwickler zuhört, eine Uhr wäre super. Es gibt sogar schon Mods, die das machen. Einfach reinnehmen. Da haben die bestimmt kein Problem mit. So, blaue Chips. Hat eine Provider Chest, hat keinen Abnehmer. Außer uns. Bitte alles zu uns. Den Rest machen wir von Hand. Das ist vollkommen okay. So, das Ding läuft über. Das Ding läuft über. Batterien haben wir auch ein paar, das ist okay. Dann stellen wir mal wieder die 20 Akkus her, die bei mir im Inventar möglich sind. Ja. Was habt ihr denn gerade gemacht, Jungs? Hä? Warum habt ihr das jetzt erst gemacht? Das ist sehr komisch teilweise, die Logik von den Robotern. Da würde ich echt gerne mal hinter den Kulissen gucken, was für Vorgänge da ablaufen. Also ob es eine Warteschlange gibt, ob es eine Prioritätenliste gibt, sowas in der Richtung. Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Roboport, damit das hier mit im System ist. Haben wir genug für einen Roboport? Nö. Was fehlt? Rote Chips. Das ist ein Problem. Da wir die roten Chips gerade zu blauen Chips verarbeiten. Okay, kurz anhalten, bis wir die abladen können. Diese rote Chips da. Die klaue ich mir. Brauche mehr. Ich brauche noch 10 Stück oder so. Da sind rote Chips. Ich stelle mich einfach hier hin und warte. Komm schon, Jungs. Da ist ein roter Chip. Eins. Da ist ein roter Chip. Nein, komm her. Zwei. Drei. Wie viel brauche ich jetzt noch? Vier. Drei. Zwei. Oh Mann. Und die hier arbeiten gar nicht, ne? Weil die keine grünen Chips bekommen. Ich will nicht wissen, wie viel Eisen wir später brauchen. Also mit Zügen rangekarrt, damit diese ganzen Maschinen mal durchgehend laufen können. Also weil die vier grünen Dinger hier durchgehend laufen zu lassen, da bräuchten wir so dermaßen viel Eisen. Wir schaffen jetzt noch nicht mal eine. Mit 10 oder so Mining-Dingern da dran. Das ist sehr abgefahren.
Ah, na gut, haben wir immer noch einen roten Chip rumfliegen? Da. Wer? So, ein Roboport, dankeschön. Der soll hier oben hin. Wo bist du? Achso, ist noch gar nicht gebaut. Wenn wir keine Zahnräder haben? Okay, ich hätte gerne immer 100 Zahnräder. So, oh, und ich hätte ganz gerne den Wald hier weg. Nur mal so, weil ich es kann. Und damit auch die Bauroboter was zu tun haben. Dadurch wird es jetzt zwar eine ganze Weile lang piepen. Und wir werden viel zu viel Holz in den Storage Chests haben. Aber das passt schon. Es wird nichts abgerissen, was nicht abgerissen werden soll. Richtig? Nicht irgendwo irgendwelche Masten oder Maschinen oder so. Nee, schaut gut aus. Okay. Dann baut man bitte eine Storage Chest. Und stellt die dahin, damit ihr die ganzen Holzsachen da einlagern könnt. So, wir brauchen noch den Roboport. Und wir brauchen noch Lubricant und rote Engines. Aber erstmal Roboport. Wo kommst du denn hin? Hier oben muss nichts davon hin. Hier oben. Nee, die Fässer. Die bräuchte theoretisch auch noch einen Roboport. Aber das hier unten ist mir gerade wichtiger. Also, hier so. Ist ein bisschen im Weg, ne? Aber ist nicht schlimm, weil hier wird gar nichts mehr gebaut. Das wird alles leer stehen. Wir werden hier einen Lubricant Producer haben und darunter eine Fabrik, die rote Engines herstellt. Das war's. Das hatte ich mir ein wenig aufwendiger vorgestellt. Nicht dahin. Dahin, dahin. Und blaue Chips kommen geflogen. Sehr schön. 172 Aufträge für Construction Roboter. Okay, das wird eine ganze Weile bieten. Und woran hapert es jetzt bei... Oh, Zahnräder. Woran hapert es jetzt bei der Cargo Science, bei der Forschung? Strom? Hält sich. Hält sich sehr gut. Okay. Forschung. Ich sehe... rote Tränke. Ich sehe blaue Tränke. Ich sehe keine lila Tränke. Da ist der Haken. Okay, wir brauchen lila Tränke. Dafür müssen wir Aliens töten. Damit habe ich kein Problem, aber ich würde es ganz gerne tagsüber machen. Nachts ist das ein bisschen unpraktisch. Und wo zum Geier habe ich den Wagen geparkt? Ich glaube hier vorne vor der Mauer. Ja, da ist er. Okay, also wie schaut's aus mit Muni? Wir haben 37 von der neuen Munition. Da stelle ich auch noch ein bisschen was her. Wir haben eine Rakete. Ein Rocket Launcher. Landminen, wie geil. Aber nee, die werden wir erstmal nicht bauen. Oh, wir können jetzt die Power Armor dann gleich bauen. Aber warte, wir sollten uns nicht allzu sehr ablenken lassen. Ich schmeiß mal ein paar von den Dingern da rein. Da 160 Stück, wow, okay. Die können da rein. Ich will jetzt die roten Engines das Lubricant machen. Damit, wenn ich nachher rumheiz mit meinem Buggy und Aliens töte, um an die Artefakte zu kommen, dass währenddessen dann die Maschinen auch so richtig schön arbeiten. Weil wir brauchen ja auch die roten Engines für die Power Armor und Power Armor MK2 und was es dann noch so alles gibt. Ich hätte gerne mehr Licht. Da. Na, warte. Licht, da Licht. Und runter. Und runter. So. Also, Schweröl. Schweröl zu Lubricant ist in einer Chemiefabrik, wenn ich mich nicht irre. So. Das heißt, wir können hier gleich so machen, da gleich so. Dann machst du bitte Lubricant. Sehr schön. Das bekommt sogar einen Tank. Damit sie das staut. Stück für Stück. Okay. Und dann kommt... Nein, keine Kiste. Dann kommt hier eine Fabrik hin. Die stellt... rote Engines her. Kriegt
Hier ein Rohr, da ein Rohr. Brauch eine Engine Unit und grüne Chips. Also brauchst du wieder zwei Requester Chests. Ja. Requester Chest, Requester Chest. Passiv Provider Chest. Ämmchen, Ämmchen, Ämmchen. So, du hättest gerne grüne Chips. 100 Stück. Du hättest gerne normale Engines. Mehr als einen. 100 Stück. Und bei dir müssen wir nichts einstellen. Gut. Jetzt muss ich nur noch überprüfen. Einmal, ob sie das hier schön staut. Und ja, das tut es. Muss ich nur überprüfen, ob wir die Engines angeschlossen haben. Und ob die überhaupt durchgehend produzieren. Und ich sollte auch prüfen, ob wir das überhaupt brauchen. Momentan gerade. Oder ob wir Skynet kurzfristig abklemmen. Wir haben Available Robots 80 Stück. 90 Stück. Ja, warte. Du hast gerade nichts zu tun. Also wenn wir wieder automatisch Roboter herstellen wollen, dann müssen wir es hier einstellen. Merken. Gut. Genau. Engines. Hier, Engines. Ihr seid noch nicht automatisiert. Das ist nicht so gut. Wollen wir euch gleich mit Requester Chest und so weiter machen oder wollen wir das System hier kurz nur einfach umstellen? Du brauchst Stahl, du brauchst Rohre. Oh, das Rohrsystem müssen wir auch noch. Okay. Ich hätte gerne eine Passive Requester Chest. Ich hätte gerne. Ne, Passive Provider Chest. Ich hätte gerne hier eine aktive. Ne, eine Requester Chest. Und hier müssen aber nur Eisenplatten rein. Also 100. Eisen da rein. Und dann füllt sich das nach und nach, deswegen beschränken wir es auf ein Feld. Das heißt, wenn die Dinge hier irgendwann keine Rohre mehr brauchen, staut sich das hier, dann staut sich das hier mit einem Stack und dann war es das. Dann wird kein Eisen mehr verbraucht. Weil Eisen, ne? Echt ein Problem. So, also Rohre werden geliefert, das ist gut. Seist du... Wo kamen die Rohre hin? Hier. Du nimmst Rohre. 100 Stück. Und tust sie dahin. Jetzt müssten die ersten geflogen kommen. Sehr gut. Hierauf kam Stahl. Ich würde eigentlich ungern eine Requester Chest für Stahl noch bauen, aber. Wir dürften ja eigentlich inzwischen genug davon haben. Eigentlich. Stahl, da. Und du bist voll mit Gears, das wird eine Weile reichen. Okay, also, du... Warum sammelst du noch nicht rein? Achso, weil noch keine da sind. Seid ihr auch alle richtig eingestellt? Schaut so aus, da kommt der erste Engine. Aber zweite Engine... Da kommt gleich der dritte Engine, richtig. Und die arbeitet auch. Also alle vier Maschinen sind fleißig am Werkeln. Das ist sehr gut. Da kommt der Stahl angeflogen. Ja, alles super. Also Rohre werden hergestellt, Engines werden hergestellt, rote Engines werden hergestellt. Und die wandern jetzt erstmal nur in mein Inventar. Da. Damit ich einen Puffer davon habe für die Power Armor Geschichte. So, und ich ziehe jetzt los. Warte mal, habe ich davon schon welche? Nee. Ich ziehe jetzt los und suche mir leichte Ziele. Ich werde nicht in irgendeine Basis reinlaufen, weil die sind viel zu stark. So. Sondern irgendwas außerhalb, was Kleines. Oh, falsch. Au. Ja, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Erstmal raus aus dem Mist. So. Dich packen wir an erster Stelle. Dich werden wir häufig brauchen. Und es ist immer noch nicht so richtig Tag. Oder es ist schon wieder Nacht. Sehr komisch. Gucken wir erstmal in den Wagen einsteigen. Damit, falls wir angegriffen werden, ich nur vorwärts drücken muss. Und wo wäre denn ein schön leichtes Ziel? Da. Oder da unten. Da sind zwei Spawner. Das sieht gut aus. Und ist auch relativ nah dran. Könnte also irgendwann mal zu einer Gefahr werden. So wie Bäume zum Beispiel.